Ein spezieller Tag ist für den Betriebsleiter vom Bauernhof, Michael Lienhardt. Eine Stunde vor dem Empfang macht er den letzten Schliff in seinem Hofladen für den höheren Besuch. Alles parat? Alles parat, alles sauber gewischt. Wir sind parat, ja. Es war eine ungewöhnliche Szene heute auf Embrachs Wiesen. Li fährt mit großer Karosse vor und wird von dutzenden chinesischen Medienvertretern, Alphornklängen und Bundesrat Johann Schneider-Ammann erwartet. Dann lässt sich der Premierminister von Landwirt Michael Lienhardt detailliert den Betrieb erklären. Wir gehen jetzt schauen, wie wir unsere Kühe melken. Darf ich Sie bitten, mitzukommen? Nicht nur vom Melken, auch vom Mosten zeigt sich Li fasziniert. Und weil Li alles so genau wissen will, gerät sogar der von der Botschaft vorbereitete Zeitplan etwas aus den Fugen. Gefolgt von dutzenden chinesischen Journalisten geht es auf dem Rundgang weiter in den Hofladen. Gewährt die Regierung Ihnen auch Subventionen in der Ausbildungszeit? In der Ausbildungszeit nicht. Viele Fragen musste Michael Lienhardt beantworten. Am meisten überrascht sagte Li Gechang über die Preise, sagte Michael Lienhardt nachher. Er hat gestaunt, wie günstig dass wir unsere Nahrungsmittel vermarkten. Er hat gesagt, in China hat das viel höhere Preise in den Läden, die gesunden Nahrungsmittel. Nach einer Stunde heisst es wieder Abschied nehmen, Geschenke werden austauscht, heimische Spezialitäten gibt es für den Ministerpräsidenten. Für den Michael Lienhardt gibt es eine chinesische Spezialität, ein Flachbildfernsehen. Und dann heisst es für die chinesische Delegation weiter auf Bern.